Zahnprothese oder Implantat? Das ist eine häufig gestellte Frage. Dr. Frank Schrader hat darauf eine passende Antwort. Seit 1999 setzt er Implantate mit der klassischen, oft schmerzhaften Methode. Ganze 12 Jahre praktizierte er diese, wandte aber nebenbei eine neuere Methode an, um zu sehen, wie sie ankommt. Und scheinbar ganz gut, da sie eher schmerzarm durchgeführt wird. Seit die Praxis auf die neue, minimalinvasive Methode umgestiegen ist, kommen auch viel mehr Patienten. Wie Schrader sagt, setzt er im Jahr über 1000 Zahnprothesen und Implantate ein. Aber kommen denn nur Privatpatienten in die Praxis? Ja, also um Gottes Willen, wir behandeln natürlich nicht nur Privatpatienten, weil erstmal sind diese Patienten in unserer Region doch sehr begrenzt. Und zweitens geht es darum, diese Methode allen an den Mann zu bringen. Und da ist das vollkommen egal, wie sie versichert sind. Also zu 90-95% behandeln wir Kassenpatienten. Das ist für unser Machen und das, was wir hier versuchen, dem Patienten an Gutes zu tun, vollkommen egal, wie sie versichert sind. Schraders Zahnarzthelferinnen stimmen ihm in Bezug auf den Wechsel der Methode zu. Eine von ihnen, Aline Schäfer, ist schon seit 7 Jahren dabei und praktizierte bei der alten Methode noch ein halbes Jahr mit. Und diese, so sagt sie, war für die Patienten sicherlich kein schönes Unterfangen. Seit ihrer Einführung wird die neue Methode viel besser angenommen und lockt auch mehr Patienten in die Praxis. Dieses Wohlfühlgefühl schlägt sich auch auf das Personal nieder. Da ich nun schon 7 Jahre in der Praxis bin, habe ich auch schon einiges miterlebt. Und ja, das Team ist super, wir verstehen uns alle. Es sind natürlich zusätzlich noch 6 weitere Helferinnen, da ist es ziemlich klein. Aber das ist halt wichtig, auch im kleinen Team super zusammenzuarbeiten. Und der Chef, wie man ihn kennt und jetzt schon bestimmt erlebt hat, ist immer gut drauf, witzig, macht seine Sprüche. Es macht einfach Spaß, mit ihm auch zusammenzuarbeiten. Wer noch mehr zum Thema Zahnprothesen und Implantate wissen möchte, dem kann Dr. Schrader auch theoretisch helfen. Denn immerhin hat er schon 2 Fachbücher darüber geschrieben.